Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, ihr seht, ich bin jetzt gerade nicht sofort bei Schleich. Komm. Ich habe nämlich 21 Abonnenten. Oh, Handy. Ja. Danke, 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 danke. Bald kommt auch das 21 Abonnenten-Spech. Special. Und dann kommt auch ein noch nach dieser Serie Reitunterricht kommt dann auch noch die Fohlen-WG. Ja, Leute, danke, danke, danke. Und genau. Übrigens, ja, ich bearbeite immer am Computer. Danke, danke, danke. Ja. Ja. Ich habe da gerade das nicht beachten. Wir fangen jetzt auch gleich mit dem Video an. Donnerstag. Reitunterricht, der Stück Donnerstag. Oder, ja. Ja, dann wünsche ich euch ganz. Dann fangen wir mal an. So, hoffentlich gibt es keine nervigen Menschen hier. Heute. Oh, hier ist was gesessen. Ach, sieht man das? Oh, naja, egal. Heute gebe ich mal einer Schülerin die Kamera. Heute ist Donnerstag, Anne und Lisa. Mal schauen. Hey Lisa. Willst du vielleicht heute die Kamera nehmen? Oh ja, bitte, danke. Ja. So Leute, ja. Ich bin hier ja gerade die Lisa und ich schaue jetzt, welches Pferd ich habe. Oh, Donnerstag, Lisa. Donner. Oh Gott, der ist so riesig. Und ja, jetzt zeigen wir nochmal die. Anne und dann hole ich den Donner. Sorry Leute, dass ich Emily gesagt habe. Anne. Oh ja, okay. Ja, schade. Ist okay. Ja, dann. Bye. Lisa? Ja? Du hast heute eine Einzelstunde. Echt? Cool, aber wieso? Weil Anne krank ist. Ah. Aber vielleicht kommst du heute doch nochmal schnell für ein paar Minuten, also ja, für eine halbe Stunde, weil heute ist doch eine ganze Stunde Unterricht. Oh yeah! Und ja, genau, dann viel Spaß mit Donau. Ja, Leute, ich habe den Donau jetzt eigentlich schon rausgeholt hier. Sorry, dass es heute lang dauert. Aber ja, er ist eigentlich ein Privatpferd geworden von der Emily. Die da hinten auf dem Boden liegt. Und ja, aber ich darf ihn trotzdem heute reiten. Bin die Einzige, die ihn nicht mehr reitet, doch ich mal reitet. Und ja, jetzt mache ich auch Cut und dann sattel ich auf, besser gesagt, ich bekomme Hilfe und dann sehen wir uns wieder beim Reiten. Hey Leute, bis gleich. So Leute, wir reiten jetzt zur Halle und Caroline ist neben mir. Hey Leute. Leute, ich bin gerade voll glücklich. Ja, eine Überraschung von mir, aber sagst du es, Lisa? Ja, weil da. Ich weiß jetzt, wieso ich ein Großpferd bekommen habe, weil
Ich halte also noch Springer. Und deswegen wäre es halt ein bisschen blöd mit einem Pony. Also ich darf es halt auch mal ausprobieren. Leute, ich bin gerade voll glücklich. Tja, ich wärme mich jetzt auf und genau. Nee, aber das müsst ihr jetzt nicht alles sehen. Wir warten bis zum Galopp. Also dann. So, Leute. Also, ich gehe jetzt hier nochmal die Trabstangen. Nur die Trabstangen. Ja, genau. Und trag bitte mal über die Stangen und dann auch noch über das Cavaletti. Okay. Leute, bin ich aufgeregt. Oh mein Gott. Dieses Cavaletti ist, da ist ja noch so eine Stange davor. Das ist voll dann der weite Sprung, finde ich. Bitte nochmal. Ja. Bitte. Und drei. Na, ein bisschen genauer und kontrollierter traben, bitte. Ich versuch's nochmal. Okay, nein. Eins, zwei, drei. Alle ab. Ich versuch's nochmal. Ich kann mich nicht mehr so gut auf ihn halten. Muss er doch nochmal rein. Doch bitte, ich versuch's nochmal. Okay, dann trab mal da. Oder galoppier mal ein letztes Mal da drüber. Okay. Komm schon. Okay. Dann beim Trab. Nicht schwimm nochmal. Komm schon. Trotzdem nochmal Hand wechseln. Das gibt's ja nicht. Sofort nochmal. Wow. Gut. Ein bisschen mehr die Zügel dran lassen und schön langsam darüber. Ja, ja, ja. Schön gemacht. Und im Schritt.
Um Gottes Willen, wieso bist du einen Schritt runtergefallen? Ich weiß auch nicht. Ich hab mich so träge plötzlich gefühlt. Willst du dich nochmal draufsetzen oder lieber aufhören? Ich versuch's doch einmal und wenn ich dann runterfall, dann mach ich nicht nochmal. Ja, okay. Aufsteighilfe. Okay, versuch's doch mal. Wow. Komm weiter. Wow. Dreh dich. Wende. Gut. Na komm, nochmal. Okay, dann geh mal Schritt. Okay, du weißt du, du bist ja schon genug trocken geritten, ne? Wow, Mist, Mist. So Leute, ich lasse ihn euch liebe Emily, ihr Besitzer, sie wird ihn jetzt absatteln und ich kümmere mich jetzt um die Lisa. Leute, ich weiß, es ist echt komisch, aber anscheinend ist sie einmal runtergefallen und wollte unbedingt nochmal reiten. Und dann war sie irgendwie so träge und dann ist sie immer wieder runtergefallen. Ja, genau. Hey Leute, ja, ich bin die Besitzerin von ihm. Ich kümmere mich jetzt um ihn, ich beruhige ihn ein bisschen. Und ja, ich nehme jetzt die Kamera mit. Und die Lisa auch, weil sie ist gerade irgendwie so träge. Ich muss sie, glaube ich, tragen. So Leute, ich habe jetzt meine Helmkamera gerade an. Ich finde sie Caroline. Ich trage sie jetzt in das Haus hier rein. So. Oh, wir müssen die Kamera drehen. So hier. Und sie liegt hier im Hintergrund. Und ich lasse jetzt sie noch. Ich warte jetzt, bis sie aufwacht. Und Leute, ich filme das einmal mit. Ja. Genau. Alles gut. Ich warte jetzt. Wow, wo bin ich?
bist hier bei mir zu Hause. Bei Caroline im Zimmer. Da, wo ich eigentlich normal immer schlafe. Oh, ach. Bleib liegen. Bleib liegen. Es kommt gleich die Ärztin. So, Leute, das war's jetzt mit diesem Video. Mit ihr. Was ist da passiert? Nein, mit der Serie. Da kommt jetzt die Hofärztin. Das versucht sie nochmal und ja, das verarztet sie und dann wird alles gut. Und Leute, ja. Abonnenten-Special ist, morgen habe ich Turnier und da gehe ich und da will ich mit filmen. Nicht verbrennt habe oder so. Und ja, genau. Bis zum nächsten Mal. Bye, Leute. Dreck.